habe ich mal wieder eine Reihenvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um die Flammenmädchenreihe von Samantha Young gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ich kann euch zu dieser Reihe auch nur den Inhalt der ersten Geschichte erzählen, denn das ist eine fortlaufende Reihe und es ist die komplette gleiche Handlung, die sich durch alle vier Teile zieht. Deswegen würde ich euch spoilern, wenn ich euch den zweiten, dritten und vierten Teil verrate. Deswegen machen wir das nicht und ich erzähle euch nur den Inhalt vom ersten Teil und sage euch, wie mir die anderen Teile gefallen haben. Die Reihenfolge ist auf jeden Fall erstmal das Flammenmädchen, das ist der erste Teil. Dann haben wir das Erbe des Flammenmädchens, das ist der zweite Teil. Dann kommt die Entscheidung des Flammenmädchens, das ist der dritte. Und zu guter Letzt das Vermächtnis des Flammenmädchens, das ist der vierte. Ich muss leider sagen, dass die Bücher zum Ende hin immer dünner geworden sind. Also der vierte Teil hat, glaube ich, nur noch knappe 300 Seiten gehabt, was ich ein bisschen schade fand. Aber egal, so ist das nun mal. Kommen wir erstmal zum Inhalt. In der Flammenmädchenreihe von Samantha Young geht es im Prinzip um Ari. Und Ari ist ein ganz normales Mädchen. Sie hat einen besten Freund, er heißt Charlie. Und irgendwie ist Charlie in letzter Zeit aber sehr distanziert und nimmt sich zurück und enttäuscht sie in jeder Art und Weise. Und das macht es für Ari alles gar nicht so leicht, denn sie ist heimlich in ihn verliebt. An Ari ihrem 18. Geburtstag ändert sich jedoch alles, denn sie erfährt, wer sie wirklich ist und sie erfährt, was für eine Macht sie in sich trägt und das ist für Ari gar nicht so einfach, denn sie möchte eigentlich nur ein ganz normales Leben führen. Sie möchte aufs College gehen, wenn sie ihre Schule abgeschlossen hat und ja, merkt dann sehr, sehr schnell, dass das irgendwie alles gar nicht mehr so einfach ist und für sie wahrscheinlich nicht mehr so möglich ist, denn sie bekommt einen Bodyguard an die Seite gestellt und dieser soll sie beschützen und dieser Bodyguard heißt Jay. Jay ist ein Djinn und er macht seine Sache wirklich sehr, sehr gut und Ari hat so ihre Probleme mit ihm, denn er ist sehr arrogant und eingebildet und sehr distanziert ihr gegenüber. Doch gleichzeitig spürt Ari bei ihm eine gewisse Anziehungskraft und sie findet ihn auch sehr, sehr attraktiv. Aber durch seine ganze arrogante Art und Weise ist das mit ihm halt alles gar nicht so einfach. Und wer Ari eigentlich ist und was sie so besonders macht, das ist es, worum es im ersten Teil des Flammenmädchens geht. Im zweiten, dritten und vierten Teil wird die Geschichte dann quasi fortgesetzt. Es geht hier um das Siegel des Salomon und Ari hat da eine ganz, ganz bestimmte Rolle, die sie dabei spielt und dieses Siegel kann die Welt vernichten und das muss natürlich verhindert werden und ja, das ist so das Grobe, worum es im Flammenmädchen geht. Man möchte zum Inhalt eigentlich auch gar nicht sagen, denn sonst verrate ich viel zu viel. Ich kann nur noch so viel sagen, dass Charlie in dieser Geschichte auch noch eine gewisse Rolle spielt, denn als Ari diese besonderen Fähigkeiten an ihrem 18. Geburtstag entwickelt, tritt er wieder in ihr Leben und ist auf einmal wieder sehr, sehr interessiert an ihr, was er natürlich vorher nicht war. Und Ari fragt sich, warum. So, wie soll das aber wirklich zum Inhalt gewesen sein? Ich kann nur sagen, dass die Handlung im Allgemeinen durch alle vier Teile mir mehr oder weniger gut gefallen hat. Es gab bessere Teile, es gab schlechtere Teile. Ich muss aber so im Großen und Ganzen im Allgemeinen sagen zur Handlung, dass das eine Reihe ist, die sich gut lesen lässt, die auch sehr, sehr spannend teilweise ist, die aber auch teilweise wirklich sehr, sehr langweilig ist. Also die Flammenmädchenreihe von Samantha Young ist eine Reihe, die wirklich sehr durchwachsen ist, für mich zumindest. Also ich mochte sie, sonst hätte ich nicht alle vier Teile gelesen, aber es war halt teilweise auch sehr, sehr anstrengend, weil es sich teilweise halt sehr gezogen hat. Und es war halt auch keine Reihe, wo ich sage, wow, die ist so gut. Sondern es ist eher so eine Reihe, wo ich sage, so, oh, die ist nett. Also schön, dass man sie lesen kann und dass man sie gelesen hat. Aber es ist jetzt keine Reihe, die einen halt extrem umhaut. Also mich zumindest jetzt nicht. Ich denke mal, dass die Reihe auch eher für Jüngere was ist. Es ist ja halt auch eine Jugendbuchreihe, ne? Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass die Handlung mir im Großen und Ganzen im Gesamten gut gefallen hat. Ich mochte auch das Ende, wie das am Ende alles ausgegangen ist. Gerade im letzten Teil hatte man nochmal viele Wendungen und viele Plot-Twists, die alles nochmal komplett umgehauen haben. Und das fand ich wirklich gut. Das hat mir zum Ende wirklich sehr, sehr gut gefallen von der Handlung her. Aber wie gesagt, ansonsten war das halt eine Reihe von der Handlung, die jetzt nicht sehr viele Überraschungen hatte, die teilweise wirklich sehr vorhersehbar war und dadurch halt mich jetzt nicht so umhauen konnte. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass Ari in dieser Reihe eine ganz, ganz tolle Entwicklung durchgemacht hat. Also ich fand es gut, sie war am Anfang noch so das
schüchterne Mädchen, das ich nicht einschätzen konnte, was sehr, sehr viele Selbstzweifel hatte. Und sie hat sich dann in dieser Reihe weiterentwickelt zu einer Person, die sich nichts gefallen lässt, die halt ihre Meinung auch vertreten kann, und das fand ich sehr, sehr gut. Was Jay betrifft, macht auch er in dieser Reihe eine Entwicklung durch, und auch die fand ich wirklich ganz, ganz toll. Er öffnet sich von Buch zu Buch immer ein Stückchen weiter und man blickt hinter die Fassade von ihm, und wenn man am Ende dann alles so sieht und weiß, was es mit seiner Vergangenheit auch so zu tun hat, dass ist schon sehr, sehr hart teilweise, aber macht ihn natürlich dadurch auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch zum Ende hin auch noch. Und ja, also was diese beiden Hauptcharaktere in der Geschichte betrifft, fand ich das ganz, ganz toll. Was die Charakterentwicklung von Charlie anbelangt, fand ich die für die Geschichte auch gut. Aber dieser Typ war mir einfach sowas von unsympathisch von Anfang an, und das war auch dann im vierten Teil nicht besser. Also nein, dieser Typ ist einfach nur, ach, ich weiß gar nicht. Kann nicht sagen dämlich, aber das ist einfach nur so ein selbstgefälliges, egoistisches, kleines Darmende, und ach, der war mir einfach so unsympathisch. Ich mochte den überhaupt gar nicht in der Geschichte, aber er spielte halt eine tragende Rolle mit. Und das waren so die drei Hauptcharaktere in der Geschichte. Was die ganzen Nebencharaktere betrifft, fand ich die gut. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, da hat jeder seine Rolle wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also jeder war so dargestellt, wie er auch sein sollte. Jeder Charakter hatte so eine gewisse Tiefe. Man hat bei einigen Nebencharakteren auch noch Hintergründe erfahren, was den Ganzen natürlich auch nochmal, wie gesagt, eine Tiefe verliehen hat. Jetzt nicht bei jedem einzelnen Charakter, aber bei den wichtigen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das mochte ich total. Und auch bei den Nebencharakteren merkt man halt in dieser Reihe diese gewisse Weiterentwicklung. Und auch das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in einer Urban-Fantasy-Welt. Also wir haben einmal unsere Welt mit diesen Djinn-Elementen, mit diesen Fantasy-Elementen, mit dieser Magie. Und andererseits haben wir aber auch noch eine High-Fantasy-Welt, was diese Djinn-Welt direkt betrifft. Das ist quasi wie so ein, nicht direkt ein Paralleluniversum, aber es ist eine eigenständige Welt, in der halt auch nur die Djinn gelangen können, und dort ist halt alles sehr orientalisch angehaucht, wie man es halt so bei Djinns auch erwarten würde. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand vom Setting her beide Welten wirklich toll beschrieben, und ich konnte mir halt auch alles wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ich fand es auch vom Setting her, was diese Djinn-Welt betrifft, auch einfach mal was anderes. Es war mal was Abwechslungsreiches, was man halt auch nicht immer wieder so zu lesen bekommt, und ja, hat mir daher vom Setting auch sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von Samantha Young betrifft, finde ich, merkt man, dass dies eine ältere Buchreihe von ihr ist. Also der Schreibstil einer Autorin entwickelt sich ja mit jedem Buch weiter und verfeinert sich und wird besser, und gerade hier merkt man, dass Samantha Young diese Reihe schon vor einigen Jahren geschrieben hat, und wenn man halt neuere Bücher von ihr zuerst gelesen hat und dann das liest, merkt man schon definitiv den Unterschied. Ich mochte den Schreibstil trotzdem total. Es war ein einfacher, lockerer, leichter Jugendbuchschreibstil. Er war wieder sehr, naja, sehr schmachtend, möchte ich sagen, teilweise, gerade im ersten Teil, was Ari und Jada betrifft. Die haben sich da schon ganz schön angeschmachtet und ja, ihr wisst, was ich meine, so à la Twilight-mäßig so. Und das hat mich jetzt aber nicht gestört, es ist halt ein Jugendbuch. Mein Gott, da wird halt viel angeschmachtet und da ist halt immer alles ganz toll und die Kerle sind alle toll und alles ist toll. Und ja, fand ich jetzt nicht schlimm, aber es ist halt im Vergleich zur Dublin Street, na gut, das ist jetzt auch keine Jugendbuchreihe, aber es ist halt im Vergleich zur Dublin Street schon was anderes. Und war aber nicht schlimm. Aber ich mochte den Schreibstil, man hat ihn super einfach lesen können. Die Bücher, wie gesagt, sind jetzt auch nicht ultra dick. Es hat eine relativ große Schrift. Das heißt, man kann diese Bücher auch wahnsinnig schnell lesen. Also ich habe für den ersten Teil damals, glaube ich, wirklich 8 Stunden gebraucht. Ich habe früh angefangen und war abends irgendwann fertig. Und so war es mit den anderen Teilen auch. Also man kommt wahnsinnig schnell durch die Bücher. Und es ist definitiv eine Reihe, die man super auch so zwischendurch mal mitlesen kann. Mein Fazit zur Flammenmädchen-Reihe von Samantha Young ist, dass es eine schöne Jugendbuchreihe ist mit einer etwas anderen Welt und einem etwas anderen Ansatz, was diese Djinn betrifft. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Reihe zu lesen. Aber im Großen und Ganzen hat mich diese Reihe halt nicht umgehauen. Es war eine gute Reihe, es war aber halt eine Reihe, die mich jetzt auch nicht so ultra packen konnte. Deswegen habe ich jetzt auch 1,5 Jahre an dieser Reihe gelesen, obwohl bereits alle Bücher vor 1,5 Jahren schon erschienen waren. Also das war jetzt nicht so hoch priorisiert bei mir, diese Reihe zu beenden, wie andere. Also ja, es ist eine tolle Reihe, aber sie hat mich halt persönlich nicht umgehauen. Wenn ihr aber Bock auf Djinn habt und auf schmachtende Charaktere, dann solltet ihr euch diese Bücher auf jeden Fall mal mit anschauen. Wenn ihr diese Reihe schon gelesen habt, schreibt mir doch eure Meinung wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.